Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Aufklärung der Spionageaffäre Guillaume soll jetzt auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss beitragen. Mit großer Mehrheit nahm der Bundestag heute einen entsprechenden Antrag der CDU-CSU an. Die Koalitionsparteien stimmten zu, obwohl sie Zweifel an der Wirksamkeit eines solchen Gremiums anmeldeten. Der Ausschuss soll nach den Vorstellungen der Opposition klären, wie der DDR-Agent Günter Guillaume zum Kanzlermitarbeiter aufsteigen konnte und wer das zu verantworten hat. Den Vorsitz im Ausschuss wird turnusgemäß die CDU-CSU haben. Die seine 7 Mitglieder, 3 Unionspolitiker, 3 Sozialdemokraten und ein Freidemokrat, werden Anfang nächster Woche bestimmt. Bei der Begründung ihres Antrages hat die CDU-CSU betont, dass sie die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Guillaume nicht behindern wolle. Andererseits, so erklärte ihr rechtspolitischer Experte Vogel, sei weder vom parlamentarischen Vertrauensmännergremium noch von der Untersuchungskommission der Regierung eine Aufhellung des Falles zu erwarten. Im Gegenteil, die Regierung versuche, die Verantwortlichkeiten in dieser Affäre, so die Opposition, systematisch zu verschleiern. Die Haltung von SPD und FDP erläuterten die Abgeordneten Metzger und Kleinert, zunächst aber Vogel. Es ist für die Pflicht des Parlaments, dafür zu sorgen, dass der Fall Guillaume nicht mit Schweigen zugedeckt wird. Nicht mit dem Schweigen unnötiger und unangemessener Vertraulichkeit und schon gar nicht mit dem Schweigen schlichten Vergessens. Die Fehler, Nachlässigkeiten, Ungereimtheiten, die Widersprüche und Unwahrheiten, die in diesem Hause und der Öffentlichkeit von Mitgliedern der Regierung brandscheel zugemutet worden sind, müssen von diesem Parlament selbst aufgeklärt werden. Ein Parlament wird unglaubwürdig, wenn es ein Instrument benutzt, von dessen Mangelhaftigkeit es selbst und die Öffentlichkeit überzeugt sind. Diese Folgen sind aber der Opposition offensichtlich gleichgültig. Hier geht es nicht um eine sachgerechte Behandlung des Falles Guillaume, sondern ausschließlich um die Verfolgung parteipolitischer Ziele. Der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses schadet nicht nur dem Parlament, er ist auch der Sache wenig hilfreich. Da im Fall Guillaume der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt, ist nach unserer Rechtsordnung die Bundesanwaltschaft mit den Ermittlungen befasst. Warum jetzt der Öffentlichkeit Einzelheiten vortragen, die zu dem eigentlichen Sachverhalt, wie wir zum Schluss feststellen werden, ausnahmsweise wage ich einmal aus bitterer Erfahrung etwas Prophetie, die wird, wie wir zum Schluss feststellen werden, nicht sehr viel beitragen werden, insbesondere nichts Gutes beitragen werden zum Ansehen unseres Staates. Vorausgegangen war eine Aktuelle Stunde zum Fall Guillaume, die sich zu einer Kontroverse entwickelte zwischen der Opposition und der neuen parlamentarischen Staatssekretärin im Kanzleramt Schley, die heute ihr Debüt auf der Regierungsbank gab. Die CDU-CSU-Politiker versuchten wiederholt, den Neuling durch Fragen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dann sind Sie mit mir einer Meinung, dass in dieser Welt sehr oft die Dummheiten von Männern begangen werden und wir Frauen die nachher auszubaden haben, dass also an Ihrer Stelle jetzt viel besser Ihr Vorgänger im Amt die Fragen beantworten würde. Sie wissen, wie gern ich mit Ihnen einer Meinung bin. Und vielleicht können wir uns auch dahingehend einigen, dass es viele Frauen, und darunter sind wir vielleicht auch, gibt, die gern die Dummheiten von Männern ausbaden. Sie möchten noch eine, na gut, Herr Gerster, bitte. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie nicht ausdrücklich sagen wollen, dass der neue Bundeskanzler sich mit Dummheiten begangen hat? Aber Herr Kollege, Sie haben ihn doch selbst, obwohl Sie so wachsam sind, noch bei gar keiner Dummheit ertappen können. Die SPD-Fraktion bedankte sich für den ersten Auftritt bei Marie Schley mit einem Rosenstrauß. Die wiederum zeigte sich bei der Opposition erkenntlich. In einer Aussprache über die Europapolitik bekannten sich am Nachmittag alle Fraktionen zu Fortschritten in der europäischen Gemeinschaft. Zuvor hatten Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher kurze Erklärungen abgegeben. Schmidt, der über sein Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing berichtete,
sprach von einer breiten Übereinstimmung zwischen Bonn und Paris. Genscher fasste seinen Eindruck von der Luxemburger Tagung des EG-Ministerrats mit den Worten zusammen: In Europa und mit Europa geht es jetzt weiter. Der Wirtschaftsexperte der CDU-CSU, Narjes, sagte der Regierung die Unterstützung der Opposition in der Europapolitik zu. Die Opposition stimme auch einem finanziellen Beistand anderer EG-Staaten zu, wenn damit Fortschritte in der politischen Einigung verbunden seien. Die Zahlungsbilanzschwierigkeiten einiger Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft standen heute im Mittelpunkt eines EG-Finanzministertreffens in Luxemburg. Nach der zweistündigen Sitzung, die ohne Beschlüsse endete, sprach Martin Schulze mit Bundesfinanzminister Apel. Mitten in der schwersten Krise der Gemeinschaft, Herr Apel, sind die Finanzminister zusammengekommen und haben nicht viel mehr gemacht als geredet. Keine Ergebnisse. Ja, ich kann das nicht akzeptieren. Sehen Sie, die französische Regierung wird in der nächsten Woche ein sehr einschneidendes Stabilisierungsprogramm vorlegen. Die italienische Regierung steht in sehr ernsthaften Verhandlungen mit dem gleichen Ziel. In dieser Phase kann man hier in Europa kaum mehr machen, als zur Kenntnis nehmen, dass alle Länder Stabilitätspolitik betreiben wollen, wie wir das in der Bundesrepublik schon seit längerer Zeit machen. Und dann wird man abwarten müssen. Hier in Luxemburg ist das vor 3 Jahren auch schon mal gesagt worden. Man hat sich versprochen, die Inflationsraten zu senken. Nichts ist geschehen. Was halten Sie denn von diesen Versprechungen jetzt? Also wir Deutschen haben da ein ganz ruhiges Gewissen. Wir haben das getan, was die Brüsseler von uns verlangt haben. Es ist nicht meine Aufgabe, Zensur in anderen Ländern zu erteilen. Werden die Deutschen weiter für die anderen EG-Länder zahlen? Also zurzeit kann man von weiter überhaupt nicht reden. Unsere Position ist völlig eindeutig. Wir haben ein überragendes Interesse am Fortbestand der Europäischen Gemeinschaft. 2 Drittel unserer Exporte gehen in die EWG und in die mit ihr verbundenen westeuropäischen Länder. Aber deutsche Hilfe, und ich spreche hier nur von Währungshilfe, kann nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die steht allerdings zurzeit noch nicht zur Debatte. Also nicht mehr, wie Sie mal gesagt haben, Zahlmeister Europas, sondern jetzt Lehrmeister Europas. Nein, auch so weit gehe ich natürlich nicht. Wir wollen die Gemeinschaft erhalten, dann wird man auch über eine Gemeinschaftsaktion sprechen müssen. Es muss aber eine Gemeinschaftsaktion sein. Allein kann die Bundesrepublik die Probleme nicht bewältigen. Die französische Nationalversammlung in Paris debattierte heute über die Regierungserklärung des neuen Premierministers Chirac. Noch im Laufe des Abends soll über die Erklärung, die mit der Vertrauensfrage verbunden ist, abgestimmt werden. Dabei wird eine breite Mehrheit für die Regierung erwartet. Als die Regierung die Vertrauensfrage stellte, ging sie kein Risiko ein. Die linke Opposition müsste 50 Stimmen zu sich herüberziehen. Sie kann sie eines Tages im enttäuschten gaullistischen Lager finden, nicht heute. Und auch die Ernüchterung breiter Wählerschichten kann noch nicht eintreten. Sie kann erst den rigorosen Sparmaßnahmen folgen, die die Regierung in der nächsten Woche beschließen will. Premierminister Chirac hat zunächst alle zu beruhigen versucht, indem er bei den großen Orientierungen kein Steckenpferd irgendeines der Koalitionspartner vergaß. Für die Gaullisten die Unabhängigkeit in der Außen- und die Partizipation in der Innenpolitik. Für andere viel innere Reformen, konzertierte Aktion und Initiativen für die Entwicklung Europas. Am deutlichsten wurde er, als er das Anti-Inflationsprogramm ankündigte, Steuererhöhungen, eine Sonderabgabe, neue Kreditrestriktionen und Maßnahmen zur Drosselung des Energieverbrauchs. Wahrscheinlich eine fühlbare Erhöhung der heute schon besonders hohen Benzinpreise. Frankreich muss mit der Gefahr eines Defizits in seiner Zahlungsbilanz rechnen, in Höhe von 30 Milliarden Franken, rund 16 Milliarden Mark, und mit einer Inflationsrate, die heute doppelt so hoch ist wie in der Bundesrepublik. 8 Monate nach Ausbruch des jüngsten Nahostkrieges haben Israel und Syrien heute die letzten Kriegsgefangenen ausgetauscht. Mit der Heimkehr der Soldaten und der gleichzeitigen Überführung der Gefallenen wurde einer der wesentlichen Punkte des zwischen beiden Ländern in Genf unterzeichneten Abkommens erfüllt. Stürmischer Beifall auf dem Flughafen von Tel Aviv, als das Schweizer Charterflugzeug mit den 56 Israelis zur Landung ansetzte. Unter den Warteten auch die ehemalige Ministerpräsidentin Golda Meir, von der die Soldaten nicht wussten, dass sie inzwischen zurückgetreten war. Mehrere tausend Israelis durchbrachen plötzlich die Polizeiabsperrung und liefen auf das Rollfeld.
Daraufhin verzichtete Ministerpräsident Rabin auf eine offizielle Begrüßungsansprache. Er sagte nur, in einem Augenblick wie diesem sind Worte überflüssig. Zahlreiche Soldaten, die ihre Angehörigen wiedergefunden hatten, begannen nach altem Ritual die Hora zu tanzen. Über ihre Behandlung in der Gefangenschaft sagten die Soldaten, in den ersten Wochen seien sie manchmal gefoltert worden. Später jedoch habe sich ihre Lage gebessert. Ähnliche Szenen wie in Tel Aviv gab es auch auf dem Flugplatz von Damaskus. 20.000 Menschen waren gekommen, um die 382 Soldaten zu begrüßen, die aus israelischer Gefangenschaft zurückgekommen waren. Trotz Wasserwerfern, Drahtzäunen und Fallschirmjägern stürmten die Wartenden auf das Rollfeld. Über Megafon wurden die Namen der Heimkehrer ausgerufen. Ein Soldat sagte später, alle seien in guter Verfassung. Er fügte jedoch einschränkend hinzu, manchmal seien sie von den Israelis misshandelt worden. Die syrischen Soldaten hatten auf eigenen Wunsch in syrischer Uniform Israel verlassen, die das Rote Kreuz dorthin gebracht hatte. Die Heimkehrer wurden nach ihrer Ankunft in Damaskus, wie auch die israelischen Soldaten in Tel Aviv, zur Untersuchung in Militärkrankenhäuser gebracht. Die israelischen Streitkräfte haben unterdessen mit dem Rückzug aus den besetzten Gebieten begonnen, die nach der Genfer Vereinbarung zur UN-Pufferzone werden sollen. Insgesamt muss Israel innerhalb von 20 Tagen 633 Quadratkilometer räumen. Nach libanesischen Zeitungsberichten sollen sich auch Jordanien und Israel bereits auf ein Truppenentflechtungsabkommen geeinigt haben. Danach wollen sich unter anderem die Einheiten beider Seiten aus dem Jordantal zurückziehen. Ferner bleibe Jerusalem vereinigt, der Westteil als Hauptstadt Israels, der arabische Teil als Sitz der Verwaltung für Westjordanien. Höhere Benzinpreise für die Bundesrepublik erwägen mehrere große Mineralölgesellschaften. Aral hält eine Anhebung um 2 Pfennig pro Liter für unumgänglich, um Versorgungsschwierigkeiten zu vermeiden. Auch Esso und BP bezeichneten höhere Benzinpreise für gerechtfertigt, wollten jedoch noch keinen Termin nennen. Die Deutsche Shell AG verwies heute auf Verluste des Unternehmens in den ersten 3 Monaten dieses Jahres. Bei einer Wahlkundgebung im niedersächsischen Stade nahm der SPD-Vorsitzende Brandt heute zur Steuerpolitik Stellung. Vor rund 1500 Zuhörern erläuterte Brandt, warum die Regierungsparteien entgegen den Wünschen der Opposition die neuen Steuergesetze erst zum 1. Januar 1975 in Kraft setzen wollen. Ich weiß natürlich genau, dass zumal viele Arbeitnehmer hineingewachsen waren in die Progression und dass sie dadurch bei den Preissteigerungen, mit denen wir es zu tun haben, häufig für etwas mehr Lohn und Gehalt unter dem Strich nicht mehr, sondern sogar eine Kleinigkeit in manchen Fällen weniger nach Hause gebracht haben. Aber wir haben uns nicht den Ratschlägen derer gebeugt, die gesagt haben, macht jetzt eine Veränderung auf die rasche Tour, denn die Vorschläge hier auf die rasche Tour etwas zu machen hätten bedeutet, dass die Großen sehr große Entlastungen erfahren hätten und die kleinen und mittleren Einkommen hätten Veränderungen erfahren, die fast nichts bedeutet hätten. Jetzt kommt es, wie der Bundeskanzler gestern vor dem Bundestag gesagt hat, immerhin ab 1. Jahr zu einer Entlastung in der Größenordnung von 10 bis 12 Milliarden zugunsten, ich sage es noch einmal, der kleinen und der mittleren Einkommen. Und darauf kam es an in dieser Runde. Die 18-jährige Ingrid Brückmann, die nach eigenen Angaben vor ihrer Flucht nach West-Berlin ihren Vater erschlagen hat, muss auch weiterhin mit einer Zulieferung an die Behörden der DDR rechnen. Das Kammergericht von West-Berlin, das im August 1973 eine Übergabe des Mädchens verfügt hatte, lehnte heute eine Wiederaufnahme des Verfahrens endgültig ab. Der zuständige West-Berliner Justizsenator Korber will die 18-Jährige jedoch nicht eher den DDR-Gerichten übergeben, bis die Europäische Menschenrechtskommission in Straßburg im Fall Brückmann eine Entscheidung getroffen hat. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. Juni. Vom Nordmeer wandert ein Tief nach Südskandinavien. Seine Fronten schwenken über Mitteleuropa rasch nach Osten. Ihnen folgt Meeresluft polaren Ursprungs. Die Vorhersage bis morgen Abend: rascher Wechsel zwischen geringer und starker Bewölkung und wiederholt zum Teil gewittrige Schauer. Tiefstemperaturen 5 bis 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 13 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger,
Im Norden frischer und allgemein böiger Wind aus westlichen Richtungen.